Die israelische Armee hat ihr Versagen während des Hamas-Angriffs auf den Kibbuz Be'eri am 7. Oktober eingeräumt. In einem Bericht des Militärs heißt es, die Armee habe in ihrer Aufgabe, die Bewohner des Kibbuzes Be'eri zu schützen, versagt. Die israelischen Streitkräfte haben bei ihrer Aufgabe, die Bewohner des Kibbuz Be'eri zu schützen, versagt. Es ist schmerzhaft und schwierig für mich, das zu sagen. Die Armee sollte die Bewohner des Kibbuz Be'eri schützen, aber leider waren wir während der stundenlangen Kämpfe nicht vor Ort. Stundenlang haben die Bewohner von Be'eri ihre Familien allein gegen die Terroristen mit ihrem Leben verteidigt. Mit seinen Aussagen bestätigte Armeesprecher Daniel Hagari Zeugenaussagen vom 7. Oktober über hunderte untätige, auf Befehle wartende Soldaten. Zuvor war der Bericht den Bewohnern des Kibbuzes vorgelegt worden, die sich damit aber nicht zufrieden gaben und zusätzlich die Einsetzung einer Untersuchungskommission der Regierung forderten. Der Kibbuz liegt etwa 4 Kilometer von der israelischen Grenzbarriere entfernt, die das Land vom Gazastreifen trennt. Am Morgen des 7. Oktober wurde das Dorf zum Schauplatz eines Massakers an Zivilisten. Dem Bericht zufolge wurden 101 Menschen getötet und 32 weitere als Geiseln genommen. 11 der Geiseln befinden sich noch im Gazastreifen, wohin sie von der radikal-islamischen Hamas verschleppt worden waren.